Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen, lallt das Känguru. Wir sind wie Fische. Wiederholt es nochmal, dann kippt es nach hinten vom Barhocker. Die zwei Männer neben uns sind aufgesprungen. Lass es liegen, gröle ich. Das kommt schon wieder hoch. Ich schlage auf meine Armbanduhr. Kid, Kumpel, ich brauch dich hier. Macht das Känguru, ohne die Augen zu öffnen. Zwei Minuten vorher. Hast du früher eigentlich Knight Rider geguckt? Lallt das Känguru, während es von der Theke runtersteigt. Klar, sage ich und kippe noch einen Schnaps. Warst also echt David Hasselhoff-Fan, oder was? Fragt das Känguru und kippt mit. Quatsch, rufe ich empört. Ich habe das geguckt wegen dem Automann. Wegen Kid. Das Känguru zieht an seiner Zigarre, blickt sich suchend um und flucht. Wieso gibt's denn hier keine Aschenbecher? Scheißladen. Ich packe mich selbst am Genick und hebe meinen Kopf wieder von der Theke. Und warst du denn auch auf einem Hasselhoff-Konzert? Fragt das Känguru. Nee, sag ich verächtlich. Aber wenn das Auto ein Konzert gegeben hätte, da wäre ich hingegangen. Ich trinke einen Schluck. Imitiere ich die klassischen Kid-Geräusche. Verstehst du? Angewidert hole ich mein Handy aus meinem halbvollen Bierglas. Ach, ich glaube, diese Zivilisation hat sich überlebt. Wir sind wie Fische, sagt das Känguru. Was? 5 Minuten vorher. Freiheit! Ruft das Känguru und steigt auf den Tresen. Ihr fragt mich, was Freiheit ist. Ich versuche darauf hinzuweisen, dass keiner gefragt hat, komme aber nicht durch, denn... Freiheit ist, nicht erreichbar zu sein, ruft das Känguru und lässt mein Handy in mein halbvolles Bierglas fallen. Das schöne Bier, murmle ich. Süße Freiheit, ruft das Känguru. Ich stolpere zur Musicbox. Zum Refrain des Liedes springt das Känguru auf die Theke und singt aus tiefster Seele. I've been looking for freedom. 3 Minuten vorher. Genau, und wer ist schuld daran? Flucht das Känguru und gönnt sich einen großen Schluck Bier. Beiläufig steckt es den Aschenbecher in seinen Beutel. Der Kapitalismus, rate ich ins Blaue hinein. Genau, ruft das Känguru und schiebt mir sein Handy hin. Im Kapitalismus geht das perfekte Produkt nämlich einen Tag nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. Ist kaputt, frage ich. Weißt du, was ich an dir mag? Fragt das Känguru. Du stellst immer so scheißintelligente Fragen. Da merkt man gleich, dass einer mitdenkt. Tu mein Bestes, sag ich. Das glaube ich, sagt das Känguru. Drum will ich dir jetzt einen Gefallen tun. Weißt du, was Freiheit ist? Nee. Gib mal dein Handy. Aber nicht kaputt machen. Großes Pionier-Ehrenwort, sagt das Känguru. 6 Stunden vorher. Kommst du noch kurz mit in die Kneipe? Fragt das Känguru. Aber nur kurz, sag ich. Seit geraumer Zeit sitze ich in der Eckkneipe bei Hertha an der Theke auf einem Barhocker und warte. Es gibt so eine und solche und da gibt es noch ganz andere, aber die sind die schlimmsten, sagt Hertha. Wa? Mhm, sag ich. Aus der Musicbox leiert I've been looking for freedom. Ich habe das Lied gewählt. Es ist das Beste der Sammlung. Arbeiten macht Spaß, aber auch schon Spaß kann ich einfach nicht vertragen, sagt Hertha. Wa? Mhm, sag ich. Endlich setzt sich das Känguru neben mich an den Tresen und sagt, ich habe absolut keinen akzeptablen Grund dafür, dass ich zu spät bin. Aha, sage ich. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich werde deshalb nicht schlecht schlafen. Schon okay, sage ich. Ich fahre eine neue Strategie, sagt das Känguru. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit umgehen kann, sage ich. Das weiß ich auch nicht, sagt das Känguru. Morgenstund hat Jolt im Mund, wer lange schläft, bleibt auch gesund, sagt Hertha. Wa? Mhm, sag ich. Es gibt so oder solche und da gibt's noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten, sagt das Känguru. Meine Rede, sagt Hertha. Ich schlage mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Das Känguru signalisiert Hertha mit 2 Fingern, dass es einen Schnaps will. Lieber ein bisschen mehr, aber dafür was Jute, sagt Hertha und schenkt ein. Wa? Säufst du nicht, stirbst du hoch, sagt das Känguru. Also säufst du, sagen sie zusammen. Das Känguru trinkt seinen Schnaps. Ich muss dann auch schon wieder los, sagt es. Was macht's? 1 Mark und 40 Cent, sagt Hertha. Mein lieber Herr Gesangsverein, sagt das Känguru. Mit dem Bezahlen verplempert man das meiste Geld, sagt Hertha. Wa? Mhm, sag ich. Kannst du heute mal bezahlen? Fragt mich das Känguru. Keine Haare auf dem Kopf, aber ein Kamm in der Tasche, sagt Hertha. Wa? Krieg gleich was vor den Bahnhof, dass hier Sichtzüge entgleisen, sagt das Känguru. Noch ein Wort und ich hau dir auf den Kopf, dass du durch die Rippen kiekst wie der Affe durchs Gitter, ruft Hertha
Aus irgendeinem Grund muss ich plötzlich an The Secret of Monkey Island denken. Wenn du lang wärst, wie du doof bist, könntest du kniend aus der Dachrinne saufen, erwidert das Känguru. Du denkst ja vielleicht, du bist hart, aber ich bin härter, sagt Hertha. Das Känguru kichert, stupst mich an und flüstert. Da, sie hat's schon wieder gesagt. Ich reiche Hertha das Geld. Naja, nix so unjut, sagt Hertha. Was? Ivo, sagt das Känguru. Ivo. Es gibt eben so eine und solche und dann gibt's noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten, sag ich. Wir sitzen bei Hertha an der Theke. Ich habe letztens voll den guten Witz gehört, sagt das Känguru. Ah ja? Fragt Hertha. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind ein Österreicher, ein Engländer und ein Franzose in einem Kriegsgefangenenlager, sagt das Känguru. Was soll denn das für ein Lager gewesen sein, frage ich. Ein Engländer, ein Franzose und ein Österreicher. Da stimmt doch was nicht im historischen Fundament deines Witzes. Ist doch egal, ist nur ein Witz, Mann. Jedenfalls ein Österreicher, ein Franzose und ein Amerikaner. Ein Ami? Fragt Hertha. Eben war's noch ein Engländer. Gut, von mir aus ein Engländer, sagt das Känguru. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass einer von den Achsenmächten mit zwei Alliierten eingesperrt gewesen sein soll, sag ich. Was weiß ich, vielleicht war der Österreicher ein Deserteur, sagt das Känguru. Aha, sag ich. Oder ein Doppelagent, sagt das Känguru. Wart nur, ein Deserteur oder ein Doppelagent? Ein Doppelagent, sagt das Känguru beherrscht. Aber du hast doch gesagt, ein Kriegsgefangenenlager nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum sollten da ein Engländer und ein Franzose in einem Lager eingesperrt sein? Oder hat in deinem Witz Hitler den Krieg gewonnen? Okay, vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Wird das ein Nazi-Witz oder was? Fragt Hertha. Will ich nicht hören. Na gut, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber, wende ich ein, der Engländer und der Franzose waren auch Doppelagenten, ruft das Känguru. Zufrieden. Und der Österreicher? Fragt Hertha. Trippelagent. Okay, sag ich. Jedenfalls hatten die total Hunger, sagt das Känguru. Wer? Fragt Hertha. Na, der Österreicher, der Franzose und der Amerikaner, ruft das Känguru. Engländer, sag ich. Ja! Schreit das Känguru fast hysterisch. Jedenfalls kam der Österreicher, der Franzose und der armen Engländer, weil sie so Hunger hatten, auf die Idee herumzulaufen und... Was soll denn das für ein Kriegsgefangenenlager gewesen sein, wo man einfach so rumlaufen durfte, frage ich. Es war halt schon eine Weile nach Ende des Krieges. Aber Doppelagenten, Trippelagenten, die lässt man auch nicht einfach so frei rumlaufen, sagt Hertha. Ach, leck mich. Was denn, man wird da wohl nachfragen dürfen, sagt Hertha. Jetzt erzähl den Witz zu Ende, sag ich. Nee. Wieso nicht? Ist nicht mehr lustig. Ich kenne einen lustigen Witz, sagt Hertha. Treffen sich ein Österreicher, ein Engländer und ein Franzose nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Kriegsgefangenenlager. Kommt ein Deutscher hinzu und sagt, was soll denn dit sein? Ein schlechter Witz? Ich pruste los vor Lachen. Voll der gute Witz, rufe ich. Ach, haltet die Klappe, sagt das Känguru. Habt ihr das eigentlich gehört? Fragt Friedrich Wilhelm. Es gab in Dänemark über das Verbot von Burkas eine hitzige Parlamentsdebatte mit großem Medienecho. Nee, sage ich und schüttel den Kopf. Ja, davon habe ich gehört, sagt das Känguru. Meines Erachtens habe sogar ich euch beiden davon erzählt. Aber das ist typisch. Du erzählst mir meine Geschichte, als wäre es deine und du kannst dich an nichts erinnern. Jedenfalls hat das dänische Parlament dann eine Studie in Auftrag gegeben, sagt Friedrich Wilhelm. Und die hat nachgezählt. In Dänemark gibt es zurzeit 3 Frauen, die eine Burka tragen und von diesem Verbot betroffen wären. Ernsthaft? Frage ich. Ist das wahr? Was hast du denn immer mit wahr und falsch? Fragt das Känguru. Na, falls ich im Radio davon erzähle, sag ich. Das ist doch irrelevant, sagt das Känguru. Als Künstler darf man ruhig lügen, um die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass dieser ganze Burka-Quatsch, wie so vieles andere, nur eine Verschleierungstaktik ist, um uns von den wirklich relevanten Problemen abzulenken. Was kichert ihr denn so blöd? Eine Burka ist eine Verschleierungstaktik, sag ich und klatsche mit Friedrich Wilhelm ab. Aber ernsthaft, 3, stimmt die Zahl? Was weiß ich, sagt das Känguru. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja nach Dänemark fahren und nachzählen. Aber bis du mit einer Volkszählung durch bist, wurde vielleicht eine schon von einem wertkonservativen Dänen erschlagen und 2 neue sind dafür eingewandert, dann wären es 4. Wie bedrohlich, 4. Tja, ja, sag ich. Die Menschheit wird aussterben, unfruchtbar geworden wegen irgendeines Weichmachers in Plastikflaschen. Aber Hauptsache, wir haben die ganze Zeit Angst vor Terroranschlägen gehabt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, sagt Friedrich Wilhelm. Aber habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich letztens Daniel Brühl in der Fußgängerzone... Das war auch ich, ruft das Känguru. Mir ist Daniel Brühl in der Fußgängerzone begegnet. Das ist meine Geschichte. Und du warst dabei. Das Känguru deutet auf mich. Sag, dass das uns passiert ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, sag ich. Ruft das Känguru. Ach, Daniel Brühl, sagt Friedrich Wilhelm. Den hat doch jeder schon mal gesehen. Ja, sag ich. Wenn der an Weihnachten nach Hause kommt, denkt seine Mutter bestimmt... Oh nein, nicht Daniel Brühl, der ist ja so omnipräsent. Wenn die Känguru-Chroniken mal verfilmt werden, würde garantiert Daniel Brühl das Känguru spielen, sagt Friedrich Wilhelm. Er nimmt sich eine Praline aus der Packung. Ey, das darfst du nicht, ruft das Känguru. Das sind Schnapspralinen, sag ich. Du bist doch Moslem.
Ich darf alles, sagt Friedrich Wilhelm und wirft sich die Praline in hohem Bogen in den Mund. Ich bin Atheist. Du hast da was falsch verstanden, sagt das Känguru. Du darfst sie nicht essen, weil das sind meine Schnapspralinen. Ach, mein, dein, sagt Friedrich Wilhelm. Das sind doch bürgerliche Kassen. Das ist mein Spruch, ruft das Känguru aufgebracht. Meiner! Wir sitzen bei Hertha in der Kneipe. Jetzt, wo du dank mir berühmt geworden bist, sag ich zum Känguru. Den Spieß kann man auch umdrehen, sagt es. Aber weißt du nicht, hier ein Trost ist? Wirft Hertha ein. Man sagt ja, hinter jedem erfolgreichen Känguru steht ein starker Kleinkünstler. Jedenfalls kommen jetzt ständig Leute und fragen mich, was du für ein Geschlecht hast, fahre ich fort. Wer, Icke? Nein, das Känguru. Hä? Fragt das Känguru und guckt kurz vom Fernseher auf, wo Fußball läuft. Die Leute sagen, du hättest ja einen Beutel, würdest dich aber so männlich verhalten. Was? Fragt das Känguru. Ich hab grad nicht zugehört. Ich sagte, dass mich immer wieder Leute darauf ansprechen, dass du einen Beutel hast, dich aber eher männlich verhalten würdest. Ach, männlich, weiblich, sagt Hertha. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Sie steht auf und geht weiter. Meine Rede, sagt das Känguru. Nur weil ich einen Beutel habe, soll ich ein rosa Tütü anziehen und Wendy lesen, oder was? Soll ich mir ein Überraschungsei für Mädchen kaufen? Soll ich öfter mal heulen, wenn wir uns streiten? Worauf willst du hinaus? Ich gucke demonstrativ am Känguru vorbei. Was ist jetzt schon wieder los? Fragt es. Nichts, schluchze ich. Du weißt doch was. Nein, sage ich und trockne meine Augen. Ich hab nichts. Na, dann ist ja gut. Wenn du nicht selbst drauf kommst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Jetzt sag endlich, was Sache ist. Mir ist geil, ich hab Hunger und muss aufs Klo, sage ich. Ach, sagt das Känguru und winkt ab. Hol mir mal ein Bier aus der Küche. Ein Bitte wäre nett. Ja, ein Bier wäre nett, sagt das Känguru unkonzentriert. Und einen Schnaps. Ich gehe zu Hertha in die Küche. Ein Bier und einen Schnaps für das Känguru und einen alkoholfreien Prosecco für mich, sage ich. Allüren hast du, sagt Hertha. Ich würde mir die rausnehmen lassen. Sie gibt mir einen Schnaps und zwei Bier. Aber was soll ich denn nun antworten, frage ich das Känguru, als ich wieder zurück bin. Wem? Na, den Leuten. Worauf? Auf die Frage, welches Geschlecht du hast. Warum ist das überhaupt wichtig? Fragt das Känguru. Wollen mich die Leute einstellen und mir eventuell weniger Gehalt zahlen? Am besten du schreibst ein neues Buch und nennst es Warum Kängurus nie zuhören und Marc-Uwes schlecht einparken. Was hast du denn bisher geantwortet? Nur, dass du versuchst, überkommene Geschlechter und Rollenklischees aufzubrechen. Das Känguru schüttet sich den Schnaps in sein Bier und trinkt das Ganze durch einen Strohhalm. Klingt doch nicht schlecht, sagt es und rülpst. Ja, aber die Leute hängen sich immer an dem Beutel auf, sagt das Känguru. Immer dieser Biologismus. Vielleicht habe ich mir den Beutel ja nur angetackert. Warum sollte sich irgendjemand einen Beutel antackern? Na, weil so ein Beutel einfach verdammt praktisch ist, sagt das Känguru. Ich wende mich zum Fernseher und gähne das Fußballspiel an. Wollen wir nach Hause gehen und Dirty Dancing gucken, frage ich. Aber in doppelter Geschwindigkeit. Klingt vernünftig. Ich muss nur noch kurz auf Toilette, sagt das Känguru und steht auf. Ich komme mit, rufe ich. Wir gehen auf den Ausgang zu. In ihrem Flur hat Hertha zwei beschriftete Dixie-Klos aufgestellt. Das ist der Moment der Entscheidung, murmle ich. Auf dem vorderen Klo steht Ossis, auf dem hinteren steht Wessis. Wir gehen auf die Straße und pissen gegen ein Plakat des Ministeriums für Produktivität.